Noch redet nicht. 6. Ach so, ich muss immer so machen. 9. 3. 4. Nee, 6. 9. 3. 4. Ich mach doch nichts. Verstehe ich jetzt hier nicht. Sechs, neun, drei, vier. Sechs. Das geht hier nicht. Na, jetzt lesen wir erstmal Tagebuch. Jetzt weiß ich, wie ich die weiße Frau treffen kann. Nanny hat mir alles erklärt. Ich muss versuchen, sie früh am Morgen zu treffen, wenn es neblig ist. Sonst war alles umsonst. So heißt es in der Legende. Das hier muss ich also tun. Erstens, ich muss ihren Verlust wieder heraufbeschwören, indem ich sie in Kontakt mit ihrem Liebhaber bringe. Um das zu tun, muss man laut Nanny das Grab des Geliebten im Wald suchen. Papa hat immer gesagt, dass Infrarotfotos etwas sichtbar machen, was das bloße Auge nicht sehen kann. Vielleicht sehen sie dann auch Geister. Daran wäre jetzt nichts Seltsames, wenn man bedenkt, dass ich doch versuche, einen zu kontaktieren. Verrückt. Zweitens, ein Teil von mir muss ihre Welt betreten. Eine Haarlocke sollte reichen. Ich brauche also eine Schere, um welche abzuschneiden. Herrlich. Drittens, ich brauche ein Objekt, das ihre Welt mit meiner verbindet. Ich weiß noch nicht, was ich dafür tun muss. Hoffentlich fällt mir irgendwas ein, wenn ich es am wenigsten erwarte. Viertens, um mit ihr zu kommunizieren, muss ich meine Tarotkarten benutzen. Ich werde die weiße Frau auf der Insel treffen, auf der ihr Geliebter hingerichtet wurde. Ja, also Schere haben wir ja, Karten haben wir auch. Und wir brauchen was von meiner Welt, um mit ihr, in ihrer Welt irgendwie in Kontakt zu kommen. Und dafür brauche ich ja den Schlüssel für das Zimmer. Würde ich mal ganz stark vermuten. Aber ich verstehe es mit dem Telefon jetzt hier überhaupt noch nicht. Verwende L, um Nummer zu wählen. Da mache ich doch. 6, 9, 3... 4. Ich kenne, verstehe ich nicht. Hä? Ach, Musik halt's Maul jetzt. Oder gehe ich zu dem anderen Telefon nach oben? Ich bin irgendwie ein bisschen confused gerade. Hier ist auch noch ein Telefon. Wo ist die 6? Ach da. 6, 9, 3, 4. Er sieht doch nie. Kapier ich nie, echt nie. Was ist denn für ein Schwachsinn? Warte mal, habe ich überhaupt die richtige Nummer? Aber selbst wenn, die bewegt sich ja gar nicht hier. So, die 6934. Liebe Julia. Ja, warte mal. 6. Bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Oh, muss ich immer das von vorne? Alle nennen dich jetzt ja, Martha, 6, oder? 934. Verstehe ich nicht. Verstehe ich mal wieder nicht, warum das nicht funktioniert. So, dann geh ich mal raus. Jeden Mal erfahre dann mal mit meinem wunderschönen neuen Fahrrad zum Friedhof. Ich wüsste. Let's go. Oh, Knuschauer, alte Ding. Bist du der Friedhof sein, hat andere
Irgendwie. Wir wollen doch nicht rennen. Mann, wollen die mich verarschen hier? Ach, da muss ich hin. Wieder zurück. Ich muss hier in das Innenhaus da, was vor uns liegt. Mann, fahr doch mal. Du fahr doch mal. Mann, ruf doch gleich zu Fuß. So viel easier. Aber jetzt bin ich hier umsonst lang gefahren. Komm, es geht bergab. Da muss ich doch mal ein bisschen schneller gehen hier. Hier zu dem Haus müssen wir. Oh. Fahr ich eine Mauer. Hier müssen wir hin. Boah. Steig ab. Was das müsste jetzt sein? Ja, der Rabe. Will der uns irgendwas sagen oder was? Mit dem Vogel. Der arme Kleine. Er ist tot. Armer kleiner Kerl. Sein Platz ist an Marthas Seite. No. Nanni nennt mich immer kleiner Spatz. Das ist der Teil von mir, der mit Martha gestorben ist. Er wird sicher sein bei ihr. Warte mal, bevor ich mit Martha da irgendwas... Ich erstmal den Brief hier lesen. Hallo? Na gut, geht noch nicht. Kann ich erst danach machen. Naja, da gehört dann jemand zu Martha. Hier, Martha. Mein Herz. Behalte ihn. Ich fange an zu verstehen, wie schmerzhaft dein Zustand gewesen sein muss. Nicht mit anderen kommunizieren zu können, ist wirklich eine Qual. Ich habe dich beneidet, weil ich nicht sah, wie du leidest. Ich habe deinen Mut nicht verstanden. Ich vermisse dich so sehr, Martha. Ich bin nicht würdig, deine Kleider zu tragen. Ja, wieso? Ich hab doch gleich von mir an. Was vibriert denn hier die ganze Zeit? Gemeinde San Casciano. Provinz Florenz. Sterbeurkunde. Aus dem Register der Sterbeurkunden der Gemeinde Nummer 174, Teil 3, Serie 12 des Jahres 1944. Es wird an diesem 16. Juli des Jahres 1944 der Tod von Julia K. bescheinigt, Bewohnerin von Via Percebaia, geboren am 26. Februar 1923 in La Romola und Tochter von General Erich K. und Irene K. Don Attilio D. wird die Beerdigung abhalten und der geschätzte Herr Alberto M. wird sich um die Beisetzung auf dem Friedhof von La Romola kümmern. Telefonnummer 6537. Öffentlicher Staatsdienst. General Galeazzo T. Kann ich jetzt telefonieren?
Von meiner Beerdigung gibt es nur ein paar Unterschriften. Hätten die Leute gewusst, dass es sich tatsächlich um Martha handelt, wären es viel mehr gewesen. Es tut mir leid, dass ich dir auch das genommen habe. Der Rabe macht einen Riesenaufstand. Ja, warum macht denn der so einen Aufstand? Der soll mal chillen. Vielleicht ist es derselbe Rabe, der den armen Spatz getötet hat. Naja, bestimmt. Weiß er doch. Wer denn jetzt hier? Nerv nicht. Will der mir was zeigen? Wir folgen einfach mal jetzt den Raben. Ein Kleid. Es ist aus demselben Stoff wie der Fetzen, den ich neben dem See gefunden habe. Es ist sogar zerrissen. Es muss von Mutter sein. Ach du meine Güte. Und vor allen Dingen derselbe Fetzen, der da unten da liegt, da bei dem See. Ich hatte den Verdacht, dass Mama in den Mord an Martha verwickelt sein könnte. In diese Gedanken verloren vergingen Stunden und ich vergaß die Beerdigung völlig. Als ich merkte, dass es bereits Abend war, trugen sie den Sarg bereits zum Friedhof. Sie hat mich nie geliebt. Das wusste ich genau. Aber ich wollte es nie wahrhaben. War sie es gewesen? Es fiel mir schwer, es zu glauben. Aber es ergab alles einen Sinn. Am See muss sie gedacht haben, dass Martha ich sei. Denn sie war überzeugt, dass ich tot bin. Ich doch irgendwie gedacht. Aber ist es denn wirklich die Mutter gewesen? Was wegen so einem Stoff? Wir haben ja den Stoff vorhin noch ja nicht gesehen. Wir sind da schon mal da lang gelaufen. Da war er noch nicht da. Schon komisch. Als die Beerdigung zu Ende war, verspürte ich einen unwiderstehlichen Drang zu spielen. Ich liebte Musik. Ich begann zu spielen, ohne über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Es war mir egal. Ich wollte mich lebendig fühlen, wieder existieren. Was ist hier los? Julia? Bist du das? Nein, das kann nicht sein. Martha hat noch nie gespielt. Sie ist taub. Und doch... Nein, das ist Wahnsinn. Mein Gott, also ist Martha... Jetzt verstehe ich. Du kannst jetzt die ganze Aufmerksamkeit bekommen, oder? Du warst eifersüchtig, stimmt's? Weil sie ein wunderbares Mädchen war und du nur eine nutzlose kleine Schlampe bist. Wie hast du es geschafft, sie zu überzeugen? Oh, jetzt verstehe ich es. Aber sie hat sich mit mir unterhalten. Ich... Nein, das ergibt keinen Sinn. Ich werde dich in eine Anstalt einsperren lassen, hörst du? Das reicht! Du wirst für deine Taten bezahlen, du verfluchte Irre! Sie werden dich foltern, um die Monster in deinem Kopf zu entlarven.
Ihre Worte waren scharf wie Rasierklingen. Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich es nicht gewesen war. Ich zeigte ihr die Fotos, die ich entwickelt hatte und die meine Unschuld bewiesen. Aber sie wurde nur noch wütender, nannte mich verrückt und dann begann sie mich mit allem zu schlagen, was sie griffbereit hatte. Ich schloss die Augen, als die Dunkelheit in mir immer mehr Besitz zu ergreifen begann. Erinnerungen kamen zurück. Keine Erinnerungen an Ereignisse, sondern eher an Gefühle. Gefühle, die ich als Kind empfand. Sie waren unheimlich. Das waren die Ängste eines kleinen Mädchens. Das Gespräch mit der weißen Frau hatte mich noch mehr verwirrt, aber wenigstens hatte ich jetzt diesen Schlüssel. Am Abend zuvor versuchte mein Vater verzweifelt, mich zu trösten. Sprich mit mir, Julia. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte nur verstehen, was passiert ist. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Auch wenn wir Martha verloren haben. Deine Mutter stand unter Schock. Mhm. Sie wollte dich bestimmt nicht verletzen. Doch. Neues Kapitel, die weiße Frau. 5 Tage nach Marthas Tod. Okay, Martha war taub. Okay, ja, das ist mir jetzt auch schon wieder entfallen. Und Julia konnte halt Musik machen. Muss ich jetzt da wirklich hin? Warte mal, ich bin durch. Verwende die Nummer. Ist es ein Telefon oder eine Kombination? Ja, gute Frage. Anscheinend eine Kombination, weil es am Telefon ging jetzt ja nie. Friedhof, Kurzwarengeschäft, Doktor, Don Attilo, Carabinieri. Der Geliebte, mein persönliches Objekt, die Geliebte. Ein Foto auf dem Grab im Wald. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen confused gerade. So, die Kühe sind drin. Die Mutter hat mich halt verprügelt und konnte nicht wahrhaben, dass ich nicht Martha bin, sondern Julia. Aber Martha war ja schon immer ihr Lieblingskind. Das ist ja nichts Neues. So, jetzt soll ich irgendwie einen Schlüssel auch haben, habe ich irgendwie mitgekriegt. Kann ich jetzt die Tür schließen? Oh, ich komme ja nicht rein. Wow. Komme ich von vorne rein? Wenn nicht, muss ich jetzt wirklich zum See. Oh, geh doch mal. Ein Schlüssel. So viel mal habe ich einen Schlüssel. Nee, alles ist zu. Ich komme nicht mehr rein. Ich muss. Oh, Gott sagen, das ist ein Schlüssel. Ich muss jetzt wirklich zum See, ja. Aber irgendwie der Rabe ist mir auch suspekt. Also, weil. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Meine Gedanken sind manchmal so vielfältig, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, das überhaupt zu sagen. So, ich glaube, hier war doch
irgendwo ein Friedhof, wo sie meinte, da durfte sie nicht hin oder so. Durch den Nanny. Hier. Ich weiß nicht, was ich zu finden hoffe. Aber was kann ich sonst tun? Wir werden hoffentlich sehen, ob sich unter einem dieser Gräber etwas verbirgt. Ich hoffe, dass der Infrarotfilm uns das zeigen wird. Absolut. Hier haben wir noch unsere Infrarotkarten. Tarotkarten. Und jetzt werden wir uns mal was ansagen lassen hier. Das Gericht. Uiui. Die Gerechtigkeit. Die Kraft. Am Ende werde ich erfolgreich sein. Ich werde genießen, was ich verdiene. Aber Unsicherheit und Widerstand gegen Veränderungen machen mir das Leben sehr schwer. Okay. Nehmen wir mal die Kamera. Wir brauchen Farod und Dingens hier. Also, einmal das. Genau, die beiden Sachen. Aber wir sind so. Aber es trifft doch alles zu. Ich weiß jetzt ja nicht, was hier. Motiv verfasst, scharf, korrekt, beleuchtet. Warum geht das jetzt hier nicht? Oh. Ja. Wollen wir mal. Ach nee, wir kommen ja nicht rein. Oh, Foto habe ich jetzt gemacht. So, kannst du das Telefon benutzen? Ich komme ja nicht rein. Denn auf einmal. Ich muss es doch jetzt hier entwickeln. Ach doch, ich unten bin ich ja reingekommen, stimmt. Ja, dann gehe ich nochmal rein und entwickle einfach das Bild. Was ist denn für ein Junge? Das macht mir irgendwie irre. Hier ist ja noch mehr. Der Gelbfilter. Wenn es schneien würde, wäre er perfekt. Der Grünfilter, nützlich für Landschaften. Oh ja, Landschaften. Landschaften sind toll. So. Ist das Foto? Ja. Scharf, wunderbar. Beleuchten. Da ist das Grab, nach dem ich gesucht habe. Und der Geist eines Gefangenen, der genau wie die Frau in dieser Welt gefangen ist. Aber sie können sich nicht mehr treffen. Das Böse trennt sie. Das heißt? Das heißt?
Müssen wir ihn jetzt dahin tragen, oder?